Bei 20 Minuten sind wir mittlerweile. Okay, das heißt, es dürften jetzt die ersten 5 oder 6 Minuten der zweiten Folge sein. Rein theoretisch. Und da dödelt uns Tiberian Sun wieder ins Ohr. Kohle! Minenschacht, Minenschacht, Minenschacht. Minenschacht, ein Bienenschacht. Lalalala. Okay, merken, wir setzen die Fackeln immer auf die linke Seite. Das heißt, wenn wir rauslaufen, müssen die Fackeln auf der rechten Seite sein. Das dürft ihr euch jetzt merken. Das überlasse ich eurem professionellen Verstand. Ich reagiere jetzt nur noch auf Eingaben. Und hier die Lava kann man eigentlich vorsichtshalber mal zubauen. Yeah. So. Jetzt wird es hier natürlich gleich wieder dunkel und ich hätte mir... Wow, die Lava verschwindet aber sehr schnell. Das ging doch mal langsamer. Moment, was mache ich denn da? Das ist doch ein Blödsinn. Ach, egal. Jetzt haben wir hier nochmal Eisen. Und ich bin wirklich doof. Ich hätte mir in unserer Basis eigentlich noch schnell ein paar Eisenspitzhacken basteln können, weil das hier ist die einzige Spitzhacke, die wir haben. Also Eisenspitzhacke meine ich natürlich. Wir haben noch die Steinspitzhacke, aber ganz ehrlich, ich glaube, die werde ich als Waffe zweckentfremden, wenn unser Schwertengeist aufgibt. Und hier nehmen wir natürlich nochmal ein bisschen Kohle mit, weil wir brauchen gleich wieder neue Fackeln. Die werden jetzt schnell draufgehen, das könnt ihr mir glauben. Hier in der Höhle. Ich muss nochmal gucken, ich darf wahrscheinlich in 9 Minuten... Nee, in 8 Minuten... eine kurze Aufnahmepause machen, dann bin ich aber gleich wieder da. Jetzt haben wir da noch mehr Kohle und noch mehr Eisen. Ach du Heilige. Leute, ich hätte ganz gern Diamanten. Wäre jetzt cool, wenn wir eine Dingens finden könnten. Wo habe ich denn die Axt jetzt hin? Das ist die Axt. Reißen wir hier einfach mal das Holz raus, man kann es immer brauchen. Und wer weiß, was sich hinter den Ecken verbirgt. Vor allem in solchen Minenschächten geistern ja auch ganz gerne mal Enderman rum, habe ich festgestellt. So, dann werde ich auch gleich da noch den Boden rausreißen, weil ich muss wissen, was da oben ist. Und ich werde mich jetzt garantiert nicht da hochbauen. Weil dann haben wir gleich noch die Möglichkeit, unsere Steinspitzhacke ein bisschen weiter abzunutzen und hier noch Cobblestones zu halten. Und ja, ich weiß, da ist Eisen. Aber Kinder, in dieser Höhle gibt es so viel Eisen, da macht der eine Block auch keinen Unterschied mehr. Und ich merke jetzt schon, dass mein Hals leicht trocken wird. Ist eigentlich heftig, nach gerade mal 23 Minuten spielen wir jetzt schon, wird der Hals trocken. Das gibt's doch nicht. Wo haben wir gesagt, platzieren wir jetzt die Fackeln immer? Die müssen jetzt immer rechts sein, das heißt, ich muss die immer links platzieren. Okay. Alter, wie viel Kies es in dieser Höhle gibt und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie den Geruch und den Geschmack von Erdbeermarmeladenkrapfen in der Nase, beziehungsweise in der Zunge. Schon komisch, ne? Ach, guck mal. Wassereinbruch. Kann ich hier jetzt vielleicht endlich mal meinen Eimer füllen? Och nö. Sieht nicht so danach aus. Wo kommt denn das her, bitte? Ich frage mich gerade, ob ich das wirklich wissen will. Ich schaue einfach mal ganz kurz nach. Ach nee, da ist der nächste Schacht. Yeah. Muss schwimmen! Ha! Geschafft. So, jetzt werde ich mal ganz kurz hier die Steinspitzhacke mit dem Wassereimer austauschen. Okay, also hier gibt es mal nichts. Von da unten kommen wir gerade. Darf ich jetzt nicht vergessen. Ich glaube, ich habe eine Truhe gesehen. Ja, eine Truhe. Truhe. Warte. Muss hier natürlich erstmal Fackeln platzieren. Ich höre Spinnen. Jetzt schön leise. Wie viel Schwein kann man haben? Hä? Wie viel Schwein kann man haben? Und Kürbiskern. Ich weiß noch nicht, was uns Kürbiskerne jetzt bringen sollen. Boah, hab ich mich verjagt. Alter, ich dachte, da kommt so eine scheiß Spinne ums Eck gepfiffen. Dabei war das bloß der Deckel von dieser dämlichen Truhe, der zugefallen ist. Mein Gott, ich habe Diamanten in der Tasche und werde direkt paranoid. Also das Amnesia, das tat mir nicht gut. Ach ja, übrigens, ich kenne eine super Strategie, wie wir uns zu 100% nicht verlaufen. Wir platzieren die Fackeln einfach auf den Boden. Denn wir sind Helden. Wir schaffen es auch so aus dieser Hölle.
Ich werde mir jetzt mal ganz kurz den Ausgang da hinten markieren, weil ich habe Angst, dass ich mich wirklich verlaufe. Na komm schon, hopp, hopp. Ausgang war hier. So, damit das auch jeder Trottel versteht. Also die Musik gerade ist schon geil, ne? Muss man mal so sagen. Und nein, die Kohle nehme ich jetzt nicht mit. Wo geht's lang? Da geht's lang. Ne, da ist langweilig. Da guckt man nicht lang. Das scheint eine Sackgasse zu sein. Es geht jetzt hier längs. Fackeln immer auf die linke Seite. Habe ich die nächste Truhe geblickt? Da ist die nächste Truhe. Aber wo sind diese Spinnen? Wollte ich das wirklich wissen? Wohl kaum. Okay, alles sauber. Da ist die nächste Truhe, ja. Hör bloß auf. Was ist denn da jetzt alles drin? Kohle, Kohle, Brot. Sehr schön. Hallo, das Brot. Und Kürbiskerne. Die Truhe steckt mal ein. Dann gucke ich ganz kurz in die Richtung hier weiter, ob wir hier noch was haben. Da ist ein weiterer Gang. Das ist eine Sackgasse. Aber auch dieser Gang ist eine Sackgasse. Das heißt, das werde ich mir ganz kurz markieren da hinten. Dass wir wissen, dass wir da schon waren. So, einmal. Da war die nächste Truhe. Guck ich gleich hin. Hier ist ebenfalls eine Sackgasse. Da könnte man noch Holz rausreißen. Mache ich aber nicht. Dann basteln wir hier ebenfalls zu. Ich habe doch jetzt drei Truhen gesehen. Da hinten war eine. Hier war eine. Wo war noch eine? Hier irgendwo. Da unten meine ich, oder? Keine Ahnung. Schauen wir später hin. Jetzt guck mal erstmal hier längs. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier dran haben. Eisen und jede Menge Kürbiskerne. Alter Schwede. Kann man mit Kürbissen eigentlich mittlerweile irgendwas anfangen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Und ich muss in 3 Minuten Aufnahmepause machen. Denn das Schicksal wollte es so. Und die Musik passte von der Dramatik einfach gerade zu dieser Stimme. Vielleicht aber auch nicht. War mir egal. Ich musste mich durch die Kohle graben. Denn mir lief die Zeit davon. 3 Diamanten hatte ich schon gefunden und musste sie sicher nach Hause bringen. 1/4 fehlte noch. Und dann, es war mir klar, begann die Jagd nach den Enderperlen. Weiter grub ich mich in die Höhle vor, stieß auf eine Sackgasse. Komm, hier fällt nochmal Steine rund, Kies runter. Ach, da oben geht's raus. Guck ich jetzt nicht lang. Da wirst du ja blöd. Oh! Jetzt springe ich ja... Also, das ist doch nicht wahr. Eigentlich wollte ich mich ganz vorsichtig und seichte da runterlassen. Yeah. So, mal sehen, was wir hier unten haben. Hier ist eine Sackgasse. Okay. Dann geht's in dieser Richtung weiter. Und ich hoffe ja wirklich, dass wir hier wieder rausfinden. Ich habe gerade so ein bisschen die Befürchtung, ne, dass es ein bisschen kompliziert werden könnte. Und ein bisschen. Guck mal, schwebende Gleise. Da falle ich jetzt nicht runter. Hier mal eine Art Holzbrücke oder sowas. Alter Schwede, was sind das für Minenschächte? Da wird es einem ja... Uah. Ich habe gerade was gehört. Nix wie weg. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen Eisen mit hier. Was sagt denn die Uhr? Noch 1,5 Minuten. Okay. Ich markiere mir das hier mal als... nee, das kann ich nicht als Sackgasse. Ich laufe jetzt einfach hier lang. Das hier könnte ich als Sackgasse markieren. Der muss direkt über uns sein. Nein, da gucke ich jetzt nicht nach. Ich bin nicht bescheuert, ne? So, 4 Fackeln noch. Noch mehr Eisen. Noch weniger Framerate. Auf die Gefahr hin, dass uns gleich ein Zombie auf den Kopf fällt, haue ich jetzt da mal das Eisen raus. Und da haben wir schon einen Hohlraum. Ach, das ist so eine Treppe. Da gucke ich jetzt allerdings nicht hoch. Ich markiere mir das hier einfach mal als Sackgasse und dann kehre ich zurück. Wir haben da hinten nämlich noch einen Raum, wo wir lang gehen können. Und da habe ich scheinbar mit Cobblestones... Oh, ha, 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 das war jetzt knapp. Ich glaube, ich habe hier zurecht mit Cobblestones zugebaut. Ja. Alter. Und hier müssen auf jeden Fall irgendwo diese Spinnen in der Nähe sein. Ich weiß es genau. Ich werde mir jetzt ganz kurz mal neue Fackeln craften. Ihr haltet mir den Rücken frei, Jungs. Ich weiß noch nicht, wie ihr das anstellen wollt, aber das ist euer Problem, nicht meins.
Wo wollte ich jetzt... hallo? Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verdreht mit der Maus. Wo wollte ich denn jetzt lang? Hier lang? Hallo? Hallo? Ich weiß nur, dass wir gleich wieder zurückkehren müssen, weil unsere Ding hinüber ist. Ach, Mensch. Nee, weißt du was? Ich werde jetzt ganz kurz hier das Eisen rausfriemeln und dann werde ich die Aufnahme kurz pausieren. So. Ich werde jetzt an dieser Stelle ganz kurz ein Aufnahmepäuschen machen, ne? Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.